Das hier ist ein prominentes Beispiel, wo wir nach der Meinung vieler Bürgerinnen und Bürger von Sandhausen, die mir in den letzten Wochen geschrieben oder an meiner Umfrage teilgenommen haben, unbedingt eine neue Gestaltung und vor allem eine neue Regelung bzw. Beruhigung des Verkehrs in den nächsten Jahren in Angriff nehmen müssen. Die neuralgische Kreuzung Hauptstraße, Bahnhofstraße, die zurzeit als gefährlich und vor allem im Herzen Sandhausens Fußgängerzone als unschön für ältere Menschen, Eltern mit Kinderwagen etc. als besonders barriereunfrei empfunden wird. Mir schwebt hier die Vision eines attraktiv gepflasterten, verkehrsberuhigten Straßenabschnitts, ähnlich wie zum Beispiel in Rauenberg ohne Bordsteinkanten und eingeschränkter Durchfahrt vor. Klar müssten wir in einem solchen Falle als Verwaltung und Gemeinderat mit Verkehrsexperten eine Ableitung des sonstigen fließenden Verkehrs in vorgelagerte Straßen organisieren. Aber dann wäre diese große Fläche auch für besondere Anlässe variabel nutzbar. Und dies ist nur ein Beispiel für die große Zahl an Verkehrsproblemen in Sandhausen, wenn ich an die unzähligen Engstellen durch parkende Autos denke. Da muss der neue Bürgermeister viel Geduld und Beharrlichkeit mitbringen, wenn dies alles in seiner 8-jährigen Amtszeit im Dialog mit den Anwohnern verbessert werden soll. Ich bin dazu bereit und stehe für Erfahrung in Verantwortung. Bleiben Sie gesund, Ihr Hans-Jürgen Moos.